Tatjana, nun hat Wladimir Putin, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine vor 659 Tagen begonnen hat, heute eine große Medienshow abgezogen. Er hat sich Fragen gestellt und die Fragesteller waren natürlich alle vorher ausgewählt worden, handverlesen vom Kreml. Aber Putin hat sich sehr siegessicher gezeigt. Er hat sich sehr stark gezeigt. Er hat also noch mal betont, die Ukraine wird immer mehr Unterstützung vom Westen verlieren. Also merkt man das auch in der Ukraine, so eine gewisse Kriegsmüdigkeit und vor allen Dingen die Angst, dass tatsächlich der Rückhalt im Westen fällt? Angst würde ich es nicht nennen, Carsten, aber die Sorge ist natürlich da. Das ist ja auch mit ein Grund für die Reiseaktivitäten des ukrainischen Präsidenten jetzt gewesen. Das eine war Richtung Argentinien. Das hatte weniger mit der Unterstützung zu tun, ich sage mal in Form von militärischer Hilfe, als mehr Unterstützung, dass man sich da auch nochmal bedanken wollte. Aber dann die USA, die Reise dorthin, die Reise dann auf dem Rückflug, Selenskyj, der Zwischenstopp, den er gemacht hat in Oslo, auch da noch einmal Danke sagen für das neuerliche Hilfspaket aus Norwegen. Die ständigen Gespräche, die da geführt werden, zum Beispiel eben auch mit der Bundesregierung. Die Sorge ist natürlich groß, man spürt das schon. Aber was ganz spannend ist im Hinblick auf das, was Putin gerade eben gesagt hat, ist, wenn man hier jetzt in die Telegram-Channels, in die Telegram-Kanäle schaut, zum einen die ukrainischen und zum anderen die russischen. Weil was da jetzt passiert nach den Äußerungen Putins, als es sich um die Ukraine drehte, ist, da wird jetzt angefangen zu rechnen. Weil das, was Putin an Zahlen genannt hat, wie viele Soldaten hat er schon geschickt, wie viele sind noch einmal nachrekrutiert worden, wie viele melden sich sozusagen freiwillig gerade. Da werden jetzt die großen Rechnungen aufgemacht, ob daraus Rückschlüsse zu ziehen sind, wie viele haben die Russen denn verloren bereits, sei es durch Tod, weil sie gefallen sind, oder sei es durch Verwundung. Und da kommt man relativ übereinstimmend, interessanterweise, auf eine Zahl, Pi mal Daumen, 350.000. Das ist im Moment die einzige etwas größere Reaktion, die die Worte Putins hier ausgelöst haben, nämlich, dass man angefangen hat zu rechnen, okay, wie hoch sind die Verluste der russischen Seite. Aber mehr gibt es an großen Reaktionen da im Moment auch nicht drauf, weil er de facto ja nichts Neues gesagt hat. Das, was er gesagt hat im Hinblick auf die Ukraine, ist das, was er im Prinzip seit über 20 Monaten sagt. Naja, und diese Zahlen zu den Verlusten, Tatjana, die du ansprichst, die decken sich ja auch ungefähr mit denen, die wir von westlichen Geheimdiensten eben zu diesen Zahlen auch schon gehört haben. Tatjana, danke schön. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.